Dieser Freizeitpark ist der gefährlichste, den es jemals gegeben hat. Ich rede hierbei über den Action Park Adventure Park, den es in Amerika gegeben hatte. Letztendlich, wenn wir zum Beispiel einen Freizeitpark besuchen, haben wir natürlich Angst in Achterbahnen, aber wir gehen davon aus, dass alles getestet und sicher ist. Im Adventure Park war es anders gewesen. In diesem Freizeitpark starben 6 Leute, weil eben alles dort so gefährlich war. Dutzende Menschen wurden schwer teilweise verletzt, weil sie zum Beispiel Rutschen runtergerutscht waren, wo sie drinnen stecken blieben und sich verletzten, oder wo sie drüber hinwegschossen und auf einmal in nahegelegenen Steinen landeten. Der Adventure Park, eben dieser Action Park, war so gefährlich gewesen, dass der Ort, wo er gelegen war, extra aufstocken musste an Krankenwagen, weil sie einfach für die Anzahl der Verletzten nicht genügend Krankenwagen besaßen. Dieser Park existiert heutzutage nicht mehr.